wo ich nicht mit konform gehe, das ist aber die Theoretisierung des Staatskapitalverhältnisses. Und das, wo du darauf anspielst, ist im Grunde genommen ja eine sehr lange Debatte innerhalb sozusagen der kritischen Staatstheorie, natürlich auch der marxistischen Theorie und auch in kritischen Wirtschaftswissenschaften und des politischen Aktivismus in der Türkei. Wie stark ist der Staat im Verhältnis zum Kapital? Wie stark ist das Kapital im Verhältnis zum Staat? Ich persönlich bin Autor des Buches Wider den Mythos vom starken Staat, europäisierte Regulation in der Türkei. Dieses Buch wird in wenigen Monaten erscheinen. Was ich dort eigentlich sehr pointiert mache, ist, ich vertrete die These, dass es nicht angemessen ist zu behaupten, der Staat in der Türkei sozusagen sei stärker und die Kapitalfraktionen würden ihm untergeordnet sein. Ich behaupte, der türkische Staat ist wie ein jeder anderer Staat auch materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Die Behauptung von der Existenz eines starken Staates, von dem dann die Kapitalfraktionen die abhängige Variable sind, das ist die typische Annahme eines östlichen Staates. Es gibt so Autoren, sagen wir mal, Shala Keda, der hat in den 80er Jahren das Buch Devlet ve Senifler geschrieben, also Klassen und Staat in der Türkei. Von dort kommt auch diese These, dass sozusagen der Staat stärker sei als die Bourgeoisie. Na, wie wird das begründet? Die Begründung ist eben die, zu sagen, wir gucken uns an, wir stellen fest, die großen Kapitalverbände wie Thysia zum Beispiel greifen in der Regel die Regierung nicht direkt an, sondern haben einen sehr soften Diskurs, wenn sie Kritik üben. Das aber heißt, wenn wir das als entscheidenden Faktor nehmen, heißt, dass wir so ein bisschen auf der Ebene der Phänomenologie stehen bleiben. Ich glaube, die soziale Macht des Kapitals ist etwas größer, weil wenn, sagen wir mal, in dem gegebenen Setting Kapital nicht mehr sich reproduzieren kann, dann verliert der Staat an der Stelle auch einfach Teile seiner reproduktiven Basis. Und dann kommt natürlich das Argument zu Recht, der türkische Staat in seiner jetzigen Form sei ein bonapartistischer, sprich, das heißt, dass sozusagen, um es zu erklären, dass es Bonapartismus bezieht sich auf Karl Marx, der sich einmal die Situation in Frankreich angeschaut hat, die Klassenkämpfe dort und gesagt hat, dass vor dem Hintergrund eines spezifischen Klassengleichgewichtes, an dem die Bourgeoisie die Angst hatte, die Herrschaft zu verlieren, sie Teile ihrer politischen Macht an den Staat abgetreten hat. Der Punkt aber ist da, das ist ja letztlich eine taktische Abtretung, die aus einer spezifischen Situation des Kräftegleichgewichtes zwischen den Klassen resultiert und damit ist es schon mal von seiner gesamten inneren Logik her jetzt nicht so, dass wir sagen können, hier dominiert der Staat. Nein, hier ist es eher so, dass politische Herrschaft unter spezifischen Bedingungen eine gewisse Form angenommen hat. Und ich muss auch einfach mal sagen, wenn ich mir jetzt auf einer ganz konkreten Ebene die ökonomischen Reformen anschaue, in die Richtung sich die türkische Regierung entwickelt, dann sehen wir ganz klar sozusagen diese bonapartistische Variante des neoliberalen Populismus, die wird schrittweise zurückgeschraubt. Das heißt, wir sehen
ganz klar, es gibt Tendenzen Richtung, naja, Staatsausgaben sollen reduziert werden, Projekte sollen gestoppt werden. Wenn wir uns einfach mal anschauen, was Thüsiad in den letzten Jahren gefordert hat, und wir das ein bisschen sozusagen dekodieren, was da immer sehr soft ausgedrückt wurde, das war einfach die Forderung danach, dass man den neoliberal-expansiven Populismus beendet. Noch dazu ist ja gar nicht gesagt, dass die Maßnahmen überhaupt ausreichen und sie dann nicht doch am Ende noch beim IWF landen. Und noch ein letztes Wort, ich will nicht zu lange dazu reden, aber es ist wichtig, weil dieser Mythos vom starken Staat, der stützt sich auch gerne auf den Militärputsch von 1980, weil da sozusagen der starke Staat durchgegriffen hat und eine Militärdiktatur errichtet hat. Also als gramscianischer Hegemonietheoretiker würde ich massiv widersprechen. Ich würde sagen, es gab keine Hegemonie dafür, die neoliberale Transformation durchzuführen. Was hat die Junta gemacht? Sie hat auch auf Anrufung der herrschenden Klassen auf repressive Weise dafür gesorgt, dass das Terrain so neu bereitet wurde, dass die neoliberale Hegemonie errichtet werden konnte. Aber das ist etwas, was nicht der Staat von sich heraus entschieden hat, sondern das ist ein Ergebnis der Klassenkämpfe.